Ich sage hallo und herzlich willkommen zum 1:1 Talk in dieser Woche mit Marina Hegering. Hallo und herzlich willkommen. Ich stelle dich kurz ein bisschen vor. Seit knapp einem Jahr bist du bei unseren Frauen. Du spielst seit 14 Jahren aber schon in der Bundesliga. Zur Nationalspielerin bist du erst vor 2 Jahren knapp geworden und Profifußballerin, so bezeichnest du dich, wenn ich das richtig verstanden habe, auch erst seit eben dieser Saison, seitdem du beim FC Bayern bist. Über all das wollen wir jetzt sprechen. Fangen wir doch mit dem letzten Punkt gerne an. Sag uns mal, wie das vorher denn war und wie das allgemein in der Bundesliga ist. Ich glaube nicht, dass viele Zuschauer das wissen, dass die Frauen nicht alle Profis sind. Ja, genau. Es ist in der Regel schon so, dass die meisten Spielerinnen, entweder wenn sie sehr jung sind, halt noch zur Schule gehen, ihr Abitur nebenher machen oder eben nebenher ein Studium machen oder auch stundenweise tatsächlich arbeiten gehen. Und so war es bei mir eigentlich auch all die Jahre. Also es ging halt über die Schule, über das Abitur hin zur Uni, danach noch eine kaufmännische Ausbildung gemacht und anschließend dann auch voll in den Job eingestiegen. Ich war dann auch bei 40 Stunden die Woche und habe am Abend noch trainiert, damals noch bei der SGS Essen. Und ja, im vergangenen Jahr, im Sommer, habe ich dann nochmal einen weiteren Schritt gemacht und jetzt spiele ich beim FC Bayern und bin tatsächlich nur Fußballerin. Über diesen Schritt wollen wir dann gleich auch noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen, aber fangen wir mal ganz vorne an. Ich finde es mittlerweile fast schon klassisch, du bist jetzt auch nicht die erste Frau, mit der ich mich unterhalte, aber die Jungs waren schuld, dass du angefangen hast mit dem Kicken, richtig? Ja, genau. Also bei mir fing es im Kindergarten an, wobei ich auch eine Kindergartenfreundin hatte, die auch zum Fußball gegangen ist, weil sie hatte einen großen Bruder, der Fußball gespielt hat. Aber die Jungs im Kindergarten haben immer erzählt, dass sie zum Fußballtraining gehen. Und dann habe ich zu meiner Mama gesagt, da möchte ich auch mal ganz gerne hin. Und ja, einmal da gewesen und nie wieder gegangen sozusagen. Die Freundin hat allerdings aufgehört. Ich glaube, bevor du auch in die B-Jugend gekommen bist, gab es den Gedanken jemals bei dir, das mit dem Fußballspielen dann doch irgendwann auch wieder sein zu lassen? Ja, eigentlich gar nicht. Also sie hat irgendwann aufgehört. Da waren wir, glaube ich, so circa 12, 13. Für mich stand das irgendwie gar nicht zur Debatte. Also ich konnte es auch gar nicht nachvollziehen, warum sie aufgehört hat. Ich habe einfach weitergespielt. Ich habe nebenher auch andere Sportarten gemacht, so Taekwondo und Tennis. Aber irgendwann kam es immer zu dem Zeitpunkt, wo sich diese Trainingseinheiten irgendwie überschnitten haben. Und dann habe ich immer gesagt, okay, nee, dann halt lieber Fußball. Und ja, so ist es dann geblieben. Hat ja auch ziemlich gut funktioniert mit 17 Bundesliga-Debüt bei Duisburg, 2 Pokalsiege, UEFA Cup gewonnen, U20 Weltmeisterin geworden. Es war so ein bisschen alles nach Plan, beziehungsweise sogar besser als Plan vermutlich. Und dann kamen die Verletzungen. Nimm uns mal ein bisschen mit in diese schwierige Zeit, in all diese Jahre ja fast schon, in denen du richtig zu kämpfen hattest. Ja, genau. Also ich hatte eigentlich einen recht guten Start, das hast du ja schon erwähnt. Nach der U20-WM fing es dann eigentlich an, so ein bisschen mit der ganzen großen Verletzung, also was eigentlich keine Riesenverletzung war, aber die sich dann einfach über mehrere Jahre gestreckt hat, weil ich einfach eine Wundheilungsstörung an der Ferse hatte und dementsprechend hat sich das über mehrere Jahre hinweg gezogen und hinzu kamen durch die ganzen OPs dann noch Achillessehnenbeschwerden und das hat sehr, sehr lange Zeit gedauert, bis ich das einigermaßen in den Griff bekommen habe und eigentlich erst so richtig Fuß gefasst habe ich wieder so im Jahr 2016 in der Bundesliga, wo ich so zufriedenstellend trainieren und spielen konnte. Und genau, dann seitdem ging es eigentlich die ganze Zeit bergauf. Ist das auch schon der Zeitpunkt, wo du sagst, okay, da begann im Prinzip die zweite Karriere der Marina Hegering mit diesem Aufstieg dann letztlich ja auch zum FC Bayern und zur Nationalspielerin? Oder wann würdest du das festmachen, wann so ein Punkt kam, wo du selber auch gemerkt hast, okay, jetzt bin ich richtig top mit dabei? Ja, eigentlich gar nicht. Also ich war eigentlich nur so einfach nur happy und glücklich, dass ich wieder Fußball spielen konnte und in der Bundesliga nochmal wieder angreifen durfte. Und ich war auch extrem glücklich mit der Situation, dass ich beim Verein SGS Essen da die Möglichkeit wieder gefunden habe und ich da auch so ein super Team um mich herum hatte, wo ich sehr, sehr viel Spaß hatte. Und von daher war einfach dieses Gesamtpaket, irgendwie wieder Fußball spielen zu dürfen mit einem tollen Team, neue Freundschaften zu schließen, war einfach total
erleichternd und sehr, 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 sehr schön. Und dass es dann irgendwie nochmal die Entwicklung genommen hat, die es jetzt, ja, wieso, wie es jetzt gelaufen ist, war für mich nicht zu erwarten und hatte ich auch gar nicht mir irgendwie auf die Fahne geschrieben. Also ich bin komplett ohne Erwartungen eigentlich in diese ganze Zeit reingegangen und habe es einfach nur genossen, dass ich wieder spielen konnte. Und deswegen, ja, mag ich es gar nicht irgendwie festmachen, so als zweite Karriere zu bezeichnen, sondern es ist einfach nur, ja, es hat so ein bisschen, ja, die Dinge haben so ihren Lauf genommen, ohne dass ich sie irgendwie forciert habe. Und dieser Lauf endete in der Anfrage, oder noch nicht endete, aber er hatte zwischenzeitlich mal diesen Punkt, in dem die Anfrage kam des FC Bayern. Weißt du noch, wo du davon erfahren hast und wie lange du auch überlegen musstest, ob du das machst? Ja, also es war, ging Richtung Winterpause ungefähr. Das war schon ein bisschen verrückt, als mein Berater mich da anrief, ja, ich habe da vielleicht was oder überleg dir das mal. Und ich so, okay, ja krass, das muss ich erstmal sacken lassen. Und ich bin dann schon so ein Mensch, der das irgendwie mal besprechen muss. Und meine Familie ist mir da auch sehr wichtig. Und da habe ich erstmal, ja, Familienratssitzung gemacht. Und ja, dann habe ich mich mit dem Gedanken beschäftigt und ja, ich war ja auch am Arbeiten. Dann musste ich natürlich auch erstmal irgendwie Personalabteilungen anfragen, wie es denn überhaupt aussieht. Und ja, irgendwie ja, kam da eins zum anderen. Natürlich viel, viel hin und her gespielt. Was ist möglich, was ist nicht möglich? Ich hatte mich eigentlich schon, ja, ziemlich gesettelt in meiner Heimat, so dass ich eigentlich überhaupt nicht über einen Wechsel und mal gar nicht so weit, sage ich jetzt mal, darüber nachgedacht hatte. Aber ja, irgendwann habe ich dann gedacht, warum eigentlich nicht? Also diese Chance, die kommt mit Sicherheit kein zweites Mal. Und deswegen habe ich dann gedacht, wenn ich jetzt, wann dann? Und ja, dann habe ich gesagt, den Schritt, den gehe ich. Haben es dir denn die Mädels um dich rum in deiner neuen Mannschaft wenigstens einigermaßen leicht gemacht, gut anzukommen in München und in diesem Team? Ja, unfassbar. Also das war wirklich hervorragend. Das habe ich auch selten so erlebt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Jetzt hatten wir natürlich auch noch die besondere Situation, dass wir ja eigentlich, ja, 4 Wochen nach Trainingsstart, glaube ich, schon in der Champions League ran mussten, weil ja der Restart oder dieses kleine Champions League Turnier dann im August war. Von daher mussten wir auch, also waren wir quasi gezwungen, da relativ zügig irgendwie als Team zusammenzuwachsen. Aber nichtsdestotrotz ja, hat das Team oder das bisherige Team, was da war, es sehr, sehr gut gemacht. Und ich glaube, alle Neuzugänge können das soweit bestätigen. Wollen noch ein bisschen über dich persönlich auch sprechen. Ich fange jetzt mal an mit deinem Spitznamen Maschina, den ich gelesen habe, den du magst oder nicht magst und der wie entstanden ist. Ja, von mögen kann nicht die Rede sein. Ich akzeptiere ihn. Aber der ist entstanden zu Essener Zeiten. Damals habe ich mit Sarah Dorsun in der Innenverteidigung bei Essen gespielt und also sie hat irgendwie grundsätzlich für jede Spielerin fast aus der Mannschaft immer irgendwie einen Spitznamen. Und ja, bei mir ist der halt entstanden. ja, und hat sich so ein bisschen, ja, durchgesetzt, weil sie ja auch in der Nationalmannschaft mit mir spielt. Und dann ist es bei der WM so ein bisschen aufgepoppt, dieser ganze Name. Wir haben vorhin mal drüber schon gesprochen, dass du ja jetzt keinen Hauptberuf mehr hast. Du hast auch mal gesagt, du brauchst dann irgendwas anderes, womit du dich beschäftigen kannst, parallel zum Fußballspielen, dann auch weiterhin jetzt, wo du Profispielerin bist. Hast du mittlerweile was gefunden, eine Weiterbildung oder vielleicht auch irgendein Hobby? Ja, also ich bastel sehr gerne, muss ich sagen. Also ich würde so ein bisschen zu Hause manchmal rum und ja, bin so ein bisschen kreativ, mach teilweise Dinge bei mir in der Wohnung, aber auch für andere mal, verschicke ganz gerne mal ein Überraschungspaket ja, in die Heimat zu Freunden. Aber ich habe jetzt auch einen Fernlehrgang angefangen, ja, Sportmentaltraining, wobei ich das im
ja, ich glaube, im Februar angefangen habe und dann kamen die ganzen englischen Wochen. Also es zieht sich gerade so ein bisschen. Also ich arbeite daran, aber es stockt auch zwischendurch sehr stark, weil ja, wenn man so viel unterwegs ist, dann ja, ist es schwierig, sich dann nebenher dann noch intensiv über ja, auf sowas zu konzentrieren. Aber es, ja, es hilft mir trotzdem, es lenkt mich auch manchmal ganz gut ab. Von daher bin ich sehr froh, dass ich da verschiedene Sachen habe. Ja, wir haben das durchgehört, dieses Nachhause, dieses Heimat, das ist ganz wichtig für dich. Aber ist München denn mittlerweile schon Heimat Nummer zwei genug, dass du sagst, ja, den Vertrag bis 2022, den würde ich gerne verlängern, wenn man mir das anbietet? Oder bist du eine, die sagt, ja, vielleicht nochmal was anderes, vielleicht sogar mal Ausland, auch nicht weniger reizvoll? Da bin ich noch ganz entspannt, was diese Zukunftsfrage angeht. Ich fühle mich gerade wirklich sehr wohl hier in München, im Verein, aber auch in der Stadt. Habe mich, glaube ich, ganz gut eingelebt, sofern man sich gerade einleben kann. Würde ganz gerne noch ein bisschen mehr München und Umgebung kennenlernen. So viel habe ich noch nicht gesehen, weil im Sommer natürlich auch ein straffes Programm anstand mit der Champions League Vorbereitung, Bundesliga und ja, neuer Club. Da muss man sich erstmal irgendwie an alles gewöhnen. Von daher freue ich mich jetzt auch auf die Zeit, wenn es wärmer wird und ich mal ein bisschen München und Umgebung kennenlernen kann. Und ja, alles, was dann die Zukunft bringt, das wird irgendwie ja eintreten und aufpoppen, wenn es an der Zeit ist. Und dann werde ich mir darüber auch ja Gedanken machen. Dann wünschen wir dir auf jeden Fall ganz viel Spaß beim weiteren Kennenlernen von München und Umgebung und wünschen vor allem erstmal ganz viel Erfolg und möglichst intensive Wochen jetzt auch in den nächsten 3 Wochen, dass ihr da möglichst viel an Erfolgen einfahrt. Dankeschön an Marina Hegering. Danke, dass du da warst. Danke euch auch.